aber schon lange vor euch. Ja, die Frauen sind, glaube ich, zweimal in Folge, glaube ich, sogar. Ja, ja, ja. Und Europameister, irgendwie alles so in einem. Ich konnte da nichts zu sorgen, ich verfolge kein Fußball. Das ist ja schon ich auch her. Nicht, ich lese das nur immer im Internet. Im Internet? Sag mal, Kosten. What denn? In welcher Reihenfolge trinkst du deine Erfrischungsgetränke? In verschiedenen Reihenfolgen. Echt, so du mixt? Hm? Ja. Kennst du Julian, nicht die Sprichwörter? Nicht Julian, das ist vollkommener Blödsinn. Wein auf Bier, das rate ich dir. Bier ja, das wird doch im Magen sowieso. Sein. Das wird im Magen sowieso eine einzelne Flüssigkeit, weißt ui, du? Gott. Ich fahr mal ein bisschen weiter rechts, ne? Also eine richtig schöne, eine richtig schöne Emulsion entsteht da im Magen. Eine Emulsion. Oh, er benutzt Fachwörter. Kannst du später schneiden oder wie? Mhm. Das ergibt dann auch eine richtig schöne Viskosität und dann wird das vom Magen aufgenommen. Hm, und von der Leber. Ja, die Arme. Nee, die Leber filtert's raus. Ja, zwischen Leber, ja, weißt du, das also es ist ein Grundgesetz im Ruhrgebiet, ja. Nee, zwischen Leber das und Milz geht immer ein Pilz, nee, ich weiß. Nee, das Schönste an Wein ist das Pilzgen danach. Bleibst du auf deiner Spur, Kollege? Kennst du nicht? Ach, das kenn ist ein Zwilling nicht. Von dir. Das ist dem Ruhrpott sein Gesetz, genau wie machst nein. Du nix? Ach doch, ich nee, oder ich das kommt, wie das kommt. Also ja, zumindest habe ich jetzt ein Bild. Da habe ich jetzt ein Bild gefunden, deine Mutter muss tanken. Wo 10 Ruhrpott-Gesetze draufstehen. Wie zum Beispiel, wenn Schalke und Borussia im Pott ist, tu sie nicht umrühren. Da wieder durch. Aua! Ich glaube, das war ein bisschen eng. Josh, ich glaube, der Julian liegt auf der Seite. Nein, der Josh liegt auf der Seite. Oder der Josh. Ja, ich hätte da durchgepasst vielleicht. Aber nur ganz vielleicht. Also ich hab nicht... Also wollen wir mal kurz stoppen? Der Josh liegt auf der Seite. Ja, wir stoppen doch schon. Ich stehe doch schon. Und ich bin in Bums. Wir haben gerade so eine Mega... Bremsung gemacht. Nö, wo seid ihr denn? Ich habe eigentlich ganz sachte gebremst. Nördlich von Kassel. Wir sind immer noch auf der A7. Ja. Hinter der Tankstelle. Ja, dann fahrt mal weiter. Ich bin in Kassel. Ja, dann fahren wir doch mal weiter, ne? Dann fahren wir doch mal weiter. Fahren wir mal weiter? Oh, da ist aber keine Tankstelle. Kann jetzt auch nichts machen. Ja, sorry. Ja, sorry. Ich bin ja kurz vor der Tankstelle umgekippt. Sorry, das tut mir so leid. Ach, ich hab gar nicht repariert. Und das solltest du aber reparieren. Partiere. Sonst hast du gleich ein kleines Problem. Schön. Wunderschön. Schön. Ich hatte Unterricht bei Pavarotti. Pavarotti. Oh. Hey Siri! Was so eine Scheiße. Und sie reagiert sogar. Das Geile ist, okay, Google. Du kannst ihr ihre Befehle ja auch zusingen, ne? Hey Siri, how's the weather today? Und das sagt man nicht. Ich hab's aber nicht, Das sagt nicht. Man nicht. Was ist denn so schlimm daran? Das ist Umgangssprache. Nein, das heißt so viel wie geht es dem Wetter heute? Ja. Das sagt man nicht. In der Umgangssprache schon. Deine Mutter sagt das nicht. In der Umgangssprache sagt man das. Mimi. What's the was mag das Wetter? Today? Was hätten sie denn gerne? Oh. Wer interessiert schon Englisch? Hey Siri, what's the weather like today? Whoa. Ja, ich hätte bitte gerne als Operativ einen kleinen Chardonnay. Oh, Chardonnay. The weather for tomorrow. Da ist der Josh. Ach, da seid ihr. Fährt gerade den Berg hoch. Ach, guck mal, da sind wir. Thunderstorms. Wer Thunderstorms? Thunder. 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 Lightning and the Thunder. Thunder. Ey, Julian. Hast du gerade die Imagine Dragons? Nee. Ja, das ist von den Imagine Dragons. Ich finde die mega gut. Ja, aber in diesem Lied gibt es also so ein paar von in dem Lied gibt es doch so ein Thema, was mir irgendwie so voll bekannt vorkommt. Was? So ein Sound-Ding, Ausschnitt-Viech-Ding. Mhm. Ich weiß nicht. Ja, das ist so mittelalterlich, so King Arthur. Nein, das ist so Amerika. Jetzt wird's aber langsam hier eng, ne? Aber die sind ja auch immer. Also ich finde, Imagine Dragons macht eine mega geile Live-Show.
Ich habe die zwar noch nie wirklich live gesehen, aber auf YouTube gibt's da Videos. Das Musikvideo zu Radioactive war ja cool. Du kannst ein bisschen eng hier. Du musst dir mal wirklich bist live da neben mir? Machen die oder später was? Trommeln ja, die da noch rum. Das ist mega cool. Oh, Entschuldigung. Ja, nichts. Ich habe nur den ich habe keinen Punkt gesehen. Ja, der ist in deinem blauen Eck. Okay. Was hältst denn ihr? Hinter euch. Hat er hier. Uiuiui. Hey, hi James. Hi James. Na? Ich heiße jetzt, glaube ich, auch James. Ich bin jetzt ein Butler. James? James, bitte. Please. Please hold the line. Ich halte meine Linie. Halte deine Linie. Du okay, I hold my line. Obwohl, nee, es heißt Lane, Entschuldigung. Lane. Boah, der Werbespruch von du darfst, ne? Ich will so bleiben, wie ich bin, so fett mit Bauchbacke und Kinn. Das ist aber gemein, was du da sagst. Ohne Scheiß, Julian, das kannst du nicht machen. Was denn, bei Weight Watchers hat ja auch keiner abgenommen, als ich da angerufen habe. Boah. Aber ich werde jetzt DJ, ne? Was kommt denn jetzt? Ja, du rufst ja, an, der legt auf. Das kann ich ewig so weitermachen, gell? Das gibt so ein paar. Ich meine, der ist zwar schon mega alt, der Spruch, aber ich hab den letztens mal auf Jodel gefunden. Ich fand den mega gut. Muss ich mal eben außenrum überholen. So, du rufst an, ich leg auf. Dieser witzig. Ja, ich habe bei Spider-Man angerufen, kein Netz oder so. Das kannst du ja also auch witzig. Hat keiner. Nee, hatten wir gerade schon. Vor ich ungefähr einer Minute. Ich angerufen, war besetzt. Boah. Also den musst du rauspiepen. Den musst du rauspiepen. Carsten, du bist immer groß am Reden, was du mit rauspiepen machst. Das hast du bei Stadtlandfluss auch gesagt, das hast du nicht gemacht. Danke. Hast du auch Donut gesehen, wo das so war? Das nennt sich schwarzer Humor, der ist okay. So schlimme Sachen habe ich auch nie gesagt. Nö. Ist es auch politisch schwarz oder nicht so? Das ist einfach nur schwarzer Humor, den muss man nie ernst nehmen. Der außerdem der brauner Humor war. Der den Baumwollfeldern ernten. Hä? Wie bitte heißt das? Bitte was? Nee, im Ruhrpott heißt das, hä? Ja, da war gerade ein Lack. Habt ihr das auch gesehen? Das war noch eine Penis länger Abstand, mehr war das nicht. Reicht. Dann war da ja richtig großer Abstand. Das ist keine gute Erinnerung, Schnuffi, das mal. Er hat nur noch ein Blatt Papier zwischengepasst. Ja, oder eine Penislänge. Ja, ist ja das gleiche, aber. Nein. No. Julian, du bist einfach. Der stündliche Joshua selbst ist. Ui. Der Julian darf das. Der Julian ist viel zu lieb. Darf er das? Das ist ja lieb. Der Julian ist lieb seit wann? Nicht zu dir, James. Zu mir ist der Julian immer lieb. No. Echt? Ja, weil der Julian auch immer schleimen muss bei anderen Leuten. Nicht, dass er irgendwann mal zu lieb ist zu dir. Sag mal, eben. Erstens ist es der nette Rebe-Typ. Ja. Nein, Josh, der Julian kennt den Ehrenkodex unter Männern. Ich kenne den Ehrenkodex. Ich habe bei meiner Geburt den Bro-Code unterzeichnet, Josh. Ah, den bei der Geburt. Auf was denn überhaupt? Hast du da gar nicht viel gehabt? Nabelschnur. Ja, das muss man nicht sprichwörtlich unterzeichnen. Das unterzeichnet man einfach mit der Akzeptanz der Männlichkeit unterzeichnet man den Bro-Code. Also auf Jodel gibt es da ja auch ein paar Gegenbeispiele. Alter, so. Schwede, ja, aber Jodel ist nicht immer Akzeptanz der Männlichkeit, ich weiß es nicht. Ja, wenn du die ganze Zeit schöne Rewe-Typen-Junge empfängst und einen jungen Postler zu dir reinlässt, dann... Ich bin alt, der Postler, und ich hab ihn nicht reingelassen. Okay, beim jungen Postler reinlassen würde ich mir auch... Und den Rollladen gerichtet hat. Mit dem hast du auch 2 Stunden hier verbracht, ne? Mhm. Gar nicht, weil er die meiste Zeit gar nicht da war. Ja, geistig zumindest nicht. Ja, der braucht ja zwischendurch auch mal eine Pause. Guck! Auf den Punkt gebracht. Also wirklich, Herr Carsten. Nein, aber der Josh hat zurzeit echt Komplexe. Und der Rewe-Typ, der hat ihm dann den Rest gegeben. Ja, du kannst doch nicht auf einmal so einen jungen Rewe-Typ da empfangen, der das Essen bringt. Du hast gesagt, ich soll den empfangen. Ich habe arbeiten müssen, ja. Wer bringt dir das Geld ins Haus? Die Frage ist nur, warum sollte Josh eifersüchtig sein? Das verstehe ich nicht so ganz. Ja, also, eben. Zum einen Josh, das? Josh, Luisa ist jetzt schon ein paar Jahre bei dir. Die kennt dich und ist nicht weggelaufen. Das ist schon ein gutes Zeichen. Nein, Josh ist viel zu hübsch. Der sollte sich gar keine
Voll lieb. Naja, das Hübsche, das unterschreibe ich ja noch. Da kann ich leider nichts zu sagen, weil ich kenne männliche Attraktivitätsattribute leider nicht, da interessiere ich mich nicht für. Verständlich. Dummerweise habe ich genau den gleichen Spruch im Kopf gehabt. Na, ihr seid ja so weich. Aber ein lieber Kerl ist er, das unterschreibe ich ja. Das unterschreibe ich auch. Aber also diese Attribute wie lieb und so kenne ich überhaupt nicht. Ich habe aber noch eine zweite Frage, ja? Warum lasst ihr euch überhaupt von dem Rewe-Typen das Essen bringen, wenn der Josh im Penny arbeitet? Weil es da so einen coolen Coupon-Code gab mit 999 extra Payback-Punkten und 15% Einkaufsrabatt. 999 extra Punkten? Da sparst du über 25 Euro, also kriegst dann 80 Euro Einkauf für, ich kann jetzt nicht rechnen, für weniger halt. Und das Pfand hat er sogar, also er hat sogar noch leere Flaschen mitgenommen von hier, weil er vorhin gebracht hat. genau. Josh hat er auch mitgenommen. Euro weniger gezahlt. Boah, ja, aber boah, Alter, habt ihr die Anfahrt ja schon wieder drin gehabt, wa? Nee, die haben wir die war auch kostenlos. Ach, die war auch noch kostenlos. Das erste Mal halt, ne? Ich müsste das erste Mal auch mal wahrnehmen. Ich habe eine ganze Menge Leergut, was ich noch wegbringen muss. Aber beim zweiten Mal wird das ja dann nicht mehr umsonst sein. Ja, das machen wir auch nicht mehr. Dann solltet ihr mal Geld nehmen dafür. Die ist eng, die Probe. Ja, ich müsste auch bei die nächste Tankstelle aufsuchen, so. Echt jetzt? Irgendwie. Ja, der Josh muss den Rüssel reinhalten. Ne, ich brauche das ab und an. Ja, warte bis nach dem Let's Play, bitte. Luisa, ich habe noch eine Frage. Wie konntest du eigentlich am Samstag schlafen? Das fragt mich, also hat mich Josh seine Mutter immer bei jeder Abendsaufnahme gefragt. Josh ihm seine Mutter. Hat. Ja, aber jetzt liegst du ja quasi mit dem Kopf direkt neben, ja, also direkt hinter Joshs Stuhl. Ich habe auch im selben Zimmer geschlafen. Ja, aber jetzt liegst du ja noch näher dran. Einfach weil das Bett näher am Schreibtisch steht. Ja, es hat aber auch den Vorteil, wenn ich jetzt zum Beispiel bei der Aufnahme müde werde, dann kann ich mit dem Kopfhörer ins Bett gehen. Oh, Luisa müde, Luisa schlafen. Als wenn das, was wir hier so erzählen, einen dann das müde macht. Das ist äußerst einschläfernd. Ich hab am Samstag so viele männliche Schreie rausgelassen, weil ich mich so minimal erschrocken habe. Männliche Schreie? Ich hab geschrien wie ein... Was weiß ich. Wie ein... Ja, ne? Halt. Da kommt eine Tankstelle. Aber es war Julians längster Stream. 6 Stunden, 5 Minuten. Ja, nee, 6 Stunden, 7 Minuten. Ich kann gut mitschlafen. Also war gut. War okay. War erholsam. War schön ohne mich. Sag's doch einfach so, wie du es meinst. Das Problem war einfach nur, ich habe mich scheinbar so breit gemacht, dass der Josh von hinten ins Bett krabbeln musste. Und dann hat er sich darüber beschwert am nächsten Morgen. Von hinten. Trab-dabi-dabi. Der Josh ist manchmal ein bisschen mäkelig. Das habe ich auch schon mitgekriegt. Da hat der Zug gepfiffen. Das Geile ist, man hört über die Züge, wenn die hier pfeifen, nach Beinebergang, wenn jemand drüberläuft. Ja gut, das könnte daran liegen, dass ihr recht nah an der Strecke wohnt, ne? Nicht so viel sagen, die Zuschauer denken eh schon alles mit. Hey, die sollen denken, was sie wollen. Die Gedanken. Ich kann ja. Darf ich nicht verraten, dass sie unter dem Bahnsteig haust? Ja, mehr können wir uns auch nicht leisten. Der ist doch egal, dass jetzt umgefallen ist. Da kommt eh kein Ton raus. Ich will auch noch kurz tanken. Ich lass dich auch tanken. Möchte ich euch zugucken, wenn Julian seinen Rüssel reinhält? Ja, nee, gut denn da? Ach, der. Was, Julian? Ich habe ja deine männlichen Schreie nicht gehört. Nur dem Josh seine. Ich habe nicht geschrien. Warum hat er überhaupt geschrien? Komischer. Ja, weil er plötzlich so ein scheiß verkacktes Pisskrokodil aus dem Nichts kam in der Dunkelheit und den Josh mit einem Mal gefressen hat. Ey, das war instant tot. Also tot. Du klopfst 50 Mal auf dieses Scheißvieh ein und das macht einmal und hat dich weggefressen. Er hat nicht auf mich gehört. Ja, hab ich auch nicht. Aber Luisa, hast du das Krokodil gesehen? Nein. Ja, in dem Moment, wo es mich gefasst hat. Ich hab gesehen, dass da was im Dunkeln rumläuft. Dann hat Josh gesagt, da ist nichts. Das habe ich nicht gesagt, das hat Julian auf Video. Ich habe dann gesagt, geh zu den anderen, da ist irgendwas. Oh, geh zu den anderen, sicher. Mach das doch mal so wie die anderen, die machen das alles besser. Nee, wobei, du bist viel zu blöd für das Spiel. Props an Josh, weil er hat James und mir mehrfach
hat er mir den erzählt. Arsch weggeschnitten. Ja, aber das mit den drei OP, also das mit diesen drei Viechmonstern, das fand ich. Er hat uns mehrfach den Arsch gerettet. Also, ja, aber das ja, da hast du doch gesagt, weggeschnetzelt. Ja, weggeschnetzelt von wegen, er hat uns den freigeschnetzelt, weil da die ganzen Viecher waren und Josh hat die einfach mal eben so alle weggehauen. Ja, den Schwabbeligen finde ich widerlich. Der ist auch echt widerlich. Das ist bar. Guck mal Julians Streamaufzeichnung an, ist cool. Mal. Von Führen den Joshs empfohlen. Was führen denn Josh? 6 Stunden lang. Ja, das ist aber für die Sommer. Ja, ich muss ja diese Woche auch Akkordarbeit machen, also von daher kann ich das dann nebenbei dann gucken. Ach, du machst Musik? Nicht Akkordeon? Ja, hier Musikbox Ruhr auch, ne? Mhm.